Da sind wir wieder zu Skilanders mit Haji. Hallöle. Wir müssen jetzt aufs Deck. Wir müssen jetzt aufs Deck. Zu Flynn. Okay, ich friere hier offiziell. Und das bedeutet wohl, dass wir in der Eiswüste sind. Bist du bereit, runterzugehen und diesen Roboter zu suchen? Ja, ich bin bereit. Alles klar. Dann mal rein in die Landungssphäre und fahre Gedanken machen. Kapitel 5. Gletschergully. Gletschergully. Kaum fängt die Aufnahme an, muss ich wieder husten. Was ist das denn da? Meinst du, du hättest deinen Roboter an einem noch kälteren Ort parken können? Ich hatte keine Wahl. Das verfluchte Ding ist von einem... Warum fliehen die nicht gleich zum Vieh? Der Ort ist ziemlich sicher. So wie bei Herr der Ringe. Aber die sind viel zu matschig im Kopf, um herauszufinden, wie man es benutzt. Aber er ist hier. Er findet ihn schon. So ist das mit riesigen Robotern. Ich sehe ihn. Findet sie immer. Ach, da. Oh, klingt gut und irgendwie komisch. Aber damit kommt der Skylander schon klar. Ich bleib hier und halte Kaylee warm. Ja, die viele heiße Luft sollte mich schön warm. So. Kälte Jumpy. Kaputt machen. So, jetzt komm ich hier kaputt machen. Die meisten ignorieren mich einfach. Ich denke, das liegt daran, dass sie Angst vor Geistern haben. Ich will niemanden stören, aber hier draußen ist es kalt und ich bin einsam. Ich habe in einem riesigen Roboter gelebt. Man könnte sagen, ich war der riesige Roboter. Aber ich wurde verlassen. Möchtest du ihn sehen? Hier lang. Wo lang? So, wo langt der jetzt? Ich schlitter hier nur rum, ey. Das Geschenk! Mach mal Magie-Skylander. Ach, hier. Ach. Haben wir nur den? Ja. Warum? Wir haben nur einen Magie-Skylander. Voll Scheiße! Machst du eben auf und dann darfst du wieder dann. Ah, ich bin das. Ja, nur aufmachen. So, durch. Und dann wechseln wir wieder. Und zwar jetzt. Chill. Chill. So, was müssen wir jetzt... Ich würde sagen, wir müssen das da runterschieben. So, rüber, hoch. Durch. Wir sind schon mal im Geschenk. Oh, das ging ja leicht. Ein cooler... Was ist das? Lila Fedora. Ist sicher hier von so einem Zuhälter, der Hut, ne? Hallo? Was? Ja, ich bin hier, stark. Ja, aber ich schlitter hier eh nur rum. Ja, ich bin ja dabei. Also, komm mal, Schmelz. Ja. Der Block, den du geschmolzen hast, war für den großen, bösen Eismeister bestimmt. Oh, dafür wirst du bezahlen. Oh, wir haben Nudels aufgeregt. Seit ich hier in der Wir haben Nudel aufgeregt. Ja. Der Körper wäre ihr neuer Meister. Er ist nicht böse. Er ist eigentlich gar nichts. Nudels ist einfach nur verrückt. Ja, Nudel ist verrückt. In dieser Zone sind Skylander des Luft. Erstmal müssen wir den Schneemann umrennen. Den Schneemann hier umrennen. Eisbar. Da ist der wieder. Jetzt zerstörst du auch noch Schneemänner? Die waren auch für den großen, bösen Eismeister bestimmt. An alle Schneeklopen. Diesem eisschmelzenden Schneemann kaputtmacher Manieren bei. Nein! Nicht der schon wieder.
Ich würde ja gern so machen und dann schießen, aber es geht nicht. Sollen wir alle kaputt gehen, ich schwör. Ich schwör auf Wollerland. Bam! Jetzt bist du zu weit gegangen. Wenn der große böse Eismeister sich erhebt, wirst du bestraft. Wart's nur ab. Der geht mir auf den Sack. Am meisten regt mich dieses Schlittern hier auf. So, dann machen wir mal. Schade. Kommst du mal her? Hab's gleich. Und jetzt? Hä? Moment, ich dreh nochmal. Ja, mach das mal so. Gleich hab ich's. Ich kapier's nicht. Ach, du hast nochmal drehen. Oh, Entschuldigung. Hab ich nicht gewusst. Was? Dass du es nochmal schieben konntest. So, jetzt hab ich's. Gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Hast du gehört? Ja. Cool, ja. Hey, noch mehr Eisblöcke. Voll Töfte. Warte, komm mal her. Ja. Bin noch nicht fertig. So, jetzt bin ich fertig. Ist hier noch was? Nee, ne? Schön. Nee. Dann können wir weiter, oder? Was ist da links? Ah, da ist die Schriftrolle. Schriftrolle gefunden! Du hast eine schriftvolle Erinnerung. Möchtest du die Schriftrolle jetzt lesen? Die Argeianer sind dafür bekannt, sich an alles zu erinnern, was über oder neben ihnen liegt. Sie haben jedoch Schwierigkeiten mit allem, was unter ihnen ist. Das klingt zwar komisch, erklärt aber, warum sie es meiden, ihre Schätze zu vergraben. Diejenigen, die doch Schätze an tiefer gelegenen Orten verstecken, vergessen diese fast immer. Solche Trottel! Sind nicht hübsch? Der sieht doch knuffig aus, oder? Pizza! Ich will dich. Da kaputt machen, kaputt machen. Ich komme nicht durch, weil ich fest. Böser kleiner Troll! Oh nein, da will ich den. Schaffst du den allein? Ich helfe dir. Böser! Gepanzerter Iro Käse! Stopp it! Was hat uns das jetzt gebracht? Ja, nur das hier. Wie lame! Komm, wir gehen. Plopp. Du rennst viel zu schnell. Nach rechts. Sicher? Oder sollten wir erst an links hin, ne? Ich weiß es nicht. Wir erkunden hier mal, gucken mal, was hier kommt. Ist es dir da draußen auch kalt genug? Ich kenne genau den richtigen Ort, damit dir warm wird. Das wird sicher eine angenehme Abwechslung von diesem eisigen, kalten, frostigen Ort. Und wenn du einen neuen Hut suchst, findest du hier vielleicht einen... Yay! Willst du den oder ich? Du hast ja schon ab... Sag doch. Mach du doch. Du kannst ihn doch ruhig nehmen, wenn du möchtest. Ich muss immer alle nehmen. Ja, nur eine Frage, ob du auch den spielen möchtest. Nö.
Komm. Ich kann ja nicht rübergehen, oder? Sicher? Warum kann ich das jetzt? Dann nehme ich lieber mein Video. Es ist Crush Hour. So. Darfst du mich kaputt machen? Wir müssen noch weiter runter. Wie weit runter denn? Da ist noch. Ach so, so kommen wir nur wieder hoch, ne? Hatte ich erwähnt, dass auch ein ausgezeichneter Himmelssteine-Spieler wohnt? Ich? Toll, dann fangen wir mal an. Und besiegen wir doch mit links. Ja. Machen wir mal so. Dann ist das auch unser da. Yep. Ja.